Bild von einem Mann. Der große Irv gegen den Squiltixendorf. Squiltixendorf. Und Spino, ich will die Immersion für den Stream nicht breaken, aber ich gehe mal ganz schnell pinkeln. Mach's mal, okay. Geh mal. Wenn du auch musst, sag Bescheid. Ich nehme. So. Also Chat, ich kann euch sagen, die Stimmung im Saal hört ihr, glaube ich, nicht so. Wir haben hier keine Publikumsmikrofone, glaube ich, aber die ist schon langsam am Überkochen, jetzt, wo wir auf die letzten Matches kommen. Also die Sitzplätze vor der Bühne, vor dem Stream, vor der Leinwand quasi, die sind alle besetzt. Die Leute stehen hinten dran und schauen zu. Es ist wirklich gerade sich am Füllen. Und es ist auch immer gut zu sehen, wenn die Leute nicht einfach so während den letzten Games im Turnier einfach da sitzen und nur Friendly spielen, sondern hier sind wirklich alle gerade am Zuschauen. So. Es ist Squiltendorf gegen Öfan, Mann. Squiltendorf ist halt der Typ, jeder wusste, Khan kann's. Yes, he can. Aber die Frage war, macht er es auch? Und er hat es einfach gemacht. Krassen Run, krasser Upsets. Aber der Öfan ist halt der Big Öf, Mann. Das ist momentan einer der hottesten Spieler aus Deutschland. Mit Riggs und Astawin von NDM Final. Ja, Mann, was soll man sagen? Ich glaube, das ist ein richtiges Banger-Set. Ich weiß jetzt nicht, also Squiltendorf hat gegen Kinso sehr gut ausgesehen. Ich denke, Falco auch eins der Matchups, die er ziemlich gut kann. Also um Niklas so in die Ecke zu drängen, muss man das Matchup schon sehr gut können. Aber Öfan halt auch schon jemand, der sehr, sehr gerne und gut gegen Füchse spielt. Deswegen, ich glaube, wir haben ein Banger-Set gerade hier. Ich glaube, das könnte das hypeste und closeste Set im Turnier werden. Also ich hoffe auf ein ultra-tightes Game 5. Ich kann aber auch wirklich sehen, dass es hier einen Blowout in jede Richtung gibt. Die sind einfach beide so krass. Jeder Fehler wird hier richtig hart bestraft von beiden Seiten. Das wird ein gutes Set. So. Wir haben keine Ahnung, was sie striken. Mal schauen. Sie fangen auf Battlefield an, okay. So. Das ist immer noch Handwarmer. Das ist immer noch Handwarmer, okay. Hatten sie nicht schon Handwarmer? Nun, die Hände können nie warm genug sein. So, Öfan ist halt, keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen, Chat. Es ist, willkommen zurück, Dennis. Es war ein reger Andrang auf Klo, aber jetzt sind wir wieder da und der Handwarmer ist vorbei. Du hast gut getimt, Mann. Ja. Es ist schwer zu sagen, hast du gesagt, ne? Es ist schwer zu sagen, weil hier spielen zwei richtige Banger gegeneinander, Mann. Oh ja. Es ist, Ich habe eigentlich schon alles vorweggenommen, was zu sagen. Es sind einfach zwei Banger-Spieler, die jetzt gegeneinander bängen werden. Und es kann nur einer gewinnen. Die haben beide dasselbe Set gegen Kinso gespielt. Jetzt wird sich entscheiden, wer es verdient, das Rematch zu bekommen. Der Gewinner kriegt das Rematch gegen Kinso. Und beide haben dasselbe Set gegen ihn gespielt. Wer ist worthy? Die Frage ist, wen hast du? Ich habe selbstverständlich Khan. Das ist gut. Ich glaube, ich habe Irfan. Ich bin großer Irfan-Fan, großer Irfan-Freund, aber Bro Khan, wir gehen way back. Okay. Schau das übrigens auch an Shihat, der hier ist zum Beispiel. Einer, der mit Khan damals zusammen angefangen hat, Melee zu spielen. Oh mein Gott, der Airdodge war so krass von Irfan. Holy der war shit. Richtig klug. Irfan ist auch einer der Big Brain-Spieler, die wir haben hier. Big Brain-König. Shoutouts an Stormred, der ist auch Big Brain. Oh, ja, den Homie habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Stormred ist so Galaxy Brain, Junge. Sind die in Bayern einfach klüger? Möglicherweise sind. Also, das Bayern-Abi ist ja am meisten wert. Ah, kein Ledge-Cancel. Oh, der Tag! Oh, der Schein! Squiltendorf covert alles. Und der Tag. Ja, okay, Alter. Und das ist das High-Level-Melee, was wir sehen wollten, Dicker. Und deswegen sind die beiden genau hier, wo sie sind. Ja. Das ist komplett bonkers, diese ganze Interaction sich mal reinzufahren. Wir sollten das mal mit Input-Display und wir sollten vielleicht noch ein Hirn-Display haben. Hirn-Display. Das war nicht zu fassen, wie beide die ganze Zeit... Digga, alles, was ich möchte, ist einfach eine Controller-Cam, dass ich die Kralle sehe, Mann. Jetzt, wo du mir erzählt hast. Mann, die Kralle. Vielleicht kann jemand vom Stream zwischen den Matches da durchgehen und die Kamera so auf Khans Finger richten. Ja, wir haben leider keine Handcam. Wenn ihr wollt, dass wir beim nächsten Turnier vielleicht eine Handcam haben können, die sowas filmen kann wie Controller-Inputs und sowas, dann subscribe vielleicht zu twitch.tv/berlinmelee, um das möglich zu machen, denn Jonas reinvestiert so gut wie jeden Cent einfach in den Stream.
Und wenn wir eine Handcam haben sollen beim nächsten Kiezklatsche, denn ich glaube, es wird noch ein weiteres Kiezklatsche geben. Das hier ist nicht umsonst auf Sludge die Kick 1. Ja, ja. Das ist wahr. Und wenn ein Turnier so gut geführt, so hype ist, wir haben keine Probleme mit der Venue. Eben war der Pastor hier gewesen, hat ein bisschen mit den Leuten geredet, das war sehr cool. Und er hat auch echt Spaß gehabt. Er meinte so, das ist echt cool, das zu sehen. So. Ja. Er hat gesagt, das ist echt Swag, Kids. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn es noch viele, viele Iterationen davon gibt. Voll. Hast du auch den Eindruck, dass Irfan Khan so ein bisschen outpaced? Ja. Also, ich habe das Gefühl, immer wenn Khan probiert, also Khan gewinnt sehr, sehr viel in Situationen, wo er in der Defense ist. Er kriegt viel mit Shining of Shield zum Beispiel Openings, ja. Solche Sachen. Und Irfan ist einfach immer einen Schritt nicht voraus, sondern zurück. Also er. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Und das habe ich, das ist das Gefühl, wie Irfan sich hier in das Game reingeätscht hat. Die Frage ist, kann Khan aus irgendeinem von diesen defensiven Openings vielleicht nochmal eine ganz brutale Combo kriegen oder wird Irfan das einfach eiskalt nach Hause fahren? Selten, dass Irfan das da misstimt. Voll. Dachte ich auch gerade. Oh. Immer die Air-Dodges, Mann. Sehr stabiler Air-Dodge. Irfan jetzt noch mit dem Rejump. Genau, jetzt zur Top-Plattform. Hat die den Rejump. Ja, der schaut. Den Tournament-Winner, den wollte er so nicht, glaube ich. Und Khan aber kann nichts außer Reverse Bears treffen. Der Dash Attack war eine gute Idee für alle, die nicht shorten, aber das ist es doch. Aber 168%, das ist basically even. Ein Down Smash. Und Khan, sehr gut. Das war auch Reaction, war kein Read. Da spricht der Down Smash Connoisseur auf jeden Fall. Yes, we can chance in der Crowd. Chat, was glaubt ihr eigentlich, Chat? Habt ihr Khan, Dicker? Glaubt ihr auch, yes, we can? Oder glaubt ihr, Big Earthquake wird zuschlagen? Big Earthquake, Mann. Vielleicht sollten wir es nicht sagen, weil einzelnen Chat für das Ding ist, Khan ist halt Türke und die hatten vor kurzem ein sehr schlimmes Erdbeben. Vielleicht sollten wir da nicht. Die sind beide Türken, das nicht vergessen. Es stimmt, die sind. Du hast so recht. Ich hab vergessen, weil Irfan ist so ein Bayer. Dass er auch Türke ist. Irfan ist der untürkischste Türke, den ich je getroffen habe, Mann. Khan auch keine. Okay. Was ich eigentlich sagen muss, das wollte ich schon lange mal sagen, Irf heißt ja jetzt einfach nur Irfan oder Big Irf. Ja, oder Big Earthquake. Big Earthquake. Ich finde actually, Vorteil war ein sick Attack. Ich finde den Ich finde den ein bisschen zu schwer auf der Zunge. Bro! Oh shit, und Mann. Und Irfan mit der Clip-Maschine schlägt wieder zu. Voll. Mit der Conversion, die nur auf Yoshis passieren kann. Da fragt sich Khan auch, wie bin ich hier gelandet? Wieso war das mein Thought Process? Und ja, down air up tilt. Stanky. Ich wollte gerade sagen, das ist die der, aber Khan mit einem sehr tricky Angle auf jeden Fall. Ja. Kriegt den Up-Throw, kriegt eine Bear. Aber ja. Öffnen sehr viel zur Top-Plattform mit den Side-Bees. Voll. Und Khan kann genau deswegen seinen Flug nicht finishen. Ja. Was ihm ein bisschen wehtut. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass dass Irfan gerade komplett on the come up, on the rise ist. Einer der besten Spieler Deutschlands. Despite wie er gerankt war letztes Jahr, hat er gerade in den letzten Monaten einen absoluten Come-Up gehabt. Und das ist Sakurai. Baby. Und das ist für jemanden wie Khan, der gerade Asta 3-0 abgefrühstückt, einen fleißigen 30 auf ihn gemacht hat. So. Der fühlt sich hier bei Irfan nochmal in einer ganz anderen Position, weil Irfan, er ist wirklich viel, viel stärker, als wir ihn gerankt haben, sozusagen. Ja. Weil er in den letzten Monaten so ein krass Come-Up hatte. Und ich glaube, da stößt auch Khan. Der Hidden Boss ist der Hidden Boss in Deutschland, langsam an seine Grenzen. Es ist so ein Buff für Irfan, dass er kein TO mehr ist. Es ist so krank, wie viel besser er ist. Alles, was ihn jetzt noch aufhalten kann, ist League. und League versucht ihn so gut aufzuhalten, Digga. He read that roll! Und die Yes We Can Chants sind strong, denn es sind Even Stocks, aber die haben. Oh mein Gott, immer noch am Juggeln! Irfan hat die ganze Zeit über seinen Sprung behalten. Das ist actually bonkers, dass er nicht einmal probiert hat, draußen zu springen. Er sagt so: Ich fress 65 for free, wenn ich einfach recovern kann, ja. Und das ist die Scheinbär. Und Khan stirbt, weil wir auf Yoshis sind. Was wollte er da? Und das ist der Stock, ja. Okay. Jetzt kommt Randall. Ja. So, der flache Stefan. Der flache Dicker. Double Up Smash. Shigers haben die Double Up Smash möglich gemacht. Und es sieht aus, als hätte Khan hier nochmal sich zurück in das Game reingecrawlt. Nachdem wir das ganze Game über Irfan gegobbelt haben, einfach.
Hatte Kahn noch ein Wörtchen mitzureden? Berlin bleibt hart, Chance. Berlin bleibt hart, Chance. Aber wie hart bleibt Berlin wirklich? Oh, die Gerne bedeckt. Wenn du Dommel bleibt fragst, Berlin hart Westen oder ist Bayern spielen? Am Feiern, Mann? Hoho, Bayern am Feiern. Nice. Das könnte. Oh mein Gott, die Recovery. Oh, die Get-Up geht für den Get-Up von der Ledge, Alter. Und das ist genau die einzige Situation, wo du es jemals gebrauchen kannst, wenn der Gegner nicht ready dafür ist. Selbstverständlich. Das ist Kind of Melee in a nutshell. Okay. Was könnte sein? Das ist die Bär und er kriegt sie wieder reverse. Noch einen mit? Und er kriegt schon wieder nicht das Edgeguard. Er fand das einfach zu tricky mit den Sidebeats. Viel trickier als Kinzo das vorhin gegen, ja, gegen Kahn war, finde ich. Kahn kommt ran. Oh mein Gott! Und da kommt der Bär. Und er hat den Rejump und er kriegt den Uptilt nicht, weil er den Shot macht, aber Kahn! Auf 128. Was ein Game. Er klaut sich zurück in das Set 1-1. Das Flex Best of 5 wird zu Damn. Wieso haben wir an seinem Counterpick gezweifelt, Mann? Wieso haben wir gezweifelt? Wir hatten so viel Grund zu zweifeln, aber Kahn war einfach der klatscheste Motherfucker. Kahn wusste man. Bro, es war bonker brazy. Schaut das in Berlin Melee übrigens. Wenn ihr Kiez-Slasher supporten möchtet, dann subscribed auf twitch.tv/BerlinMelee. Weil Jonas das hier alles möglich macht und das ganze Geld, was ihr in die Subs bei twitch.tv/BerlinMelee reinhaut, das wird in den Stream reinvestiert und vielleicht gönnt sich Jonas auch mal was Nettes. Aber das passiert viel seltener, als es mir zum Beispiel lieb wäre. Ich liebe einfach die Story von Smashford, dass Benne, der gute alte Blade, hat das ganze Preisgeld reinvestiert, um Stühle zu kaufen für die Attendees. Geil. Irfan hat hier übrigens innerhalb von 30 Sekunden zwei sehr schnelle Stocks gegen Kahn gezogen. Vielleicht ist das Game auch schon abgeschrieben, aber Kahn hat sich in das Game eben auch schon reingeklaut. Der Deficit war nicht so groß wie jetzt, aber er hat sich zurückgeklaut und es hat geklappt, denn er spielt ja mit der Kralle. Paul Kombo, ja. Du merkst, wenn eine Paul Kombo nicht klappt, weil Paul hat sie nicht gemacht und dann bist du so... Uptilt. Weak Reverse Bear. Swanton! Oh, und er geht für den Jeff Hardy, aber. Ja, schaut er so ein Jeff Hardy, Mann. Ja, Mann. Fromse Top Rub. Fromse Top Rub vorne Seile, Digga. Und Kahn könnte hier gerade einen dürftigen 40er kassieren. Weiß es nicht. Ja. Irfan-Kombo? Ja, nicht. Irfan ist wieder gerade der Twitter-Clip-Goblin gewesen, aber nicht ganz, nicht mit Kahn. Kahn hat immer noch einen Shining of Shield auf Lager und das ist der Stock. Aber 41%, ein Stock gegen drei Stocks. Ey, wenn muss Kahn jetzt hier ein bisschen Overtime gehen. Wenn Irfan dieses Set gewinnt, wird er übrigens sowas sagen wie so, keine Ahnung, so gut war er jetzt auch nicht. Safe. Also so genau, was Irfan sagen wird. Safe. Oh, Kahn fällt an der Ledge vorbei. Und das ist das 2-1 für Irfan mit einem sehr deutlichen 3-Stock. Mhm. In etwa 2 Minuten. So, du kennst Kahn gefühlt 47 Jahre. Ja. Wie ist seine Mentalität, wenn er hinten liegt? Ist er ein Klatschgott? Kahn will immer gewinnen und Kahn denkt nie darüber nach, ob er gerade hinten oder vorne liegt. Mhm. Er guckt auf das Game. Er guckt nur auf das Game. Ja. Er geht auf FD. Oh, FUD. Okay, ich hätte gedacht FD, aber... Zwei Buchstaben haben gestimmt. Ist okay. True. Ja, einer hat gefehlt. Das O hat gefehlt. Oh mein Gott! Oh, damn! Brother in Christ! Das fängt genauso an wie das Game davor, nur umgekehrt. Wir sind in seinem Haus und Jesus, war das ein Punish. Übrigens, Kahn war siebter Seed. Dass wir das hier sehen, ist für mich keine Überraschung, aber wir haben den vorletzten Berliner. Niki ist ja auch Berliner. Er ist Brandenburger eigentlich, aber er ist Teil unserer Community. Und Kahn ist für viele hier der letzte so Vertreter der Berlin-Community, so weißt du, für die Leute, die hier sind, nur um Kahn zu sehen, für Shihat und Dr. Roy und so. Ich glaube, Duckner ist nicht da, aber diese ganzen Homies, mit denen Kahn damals angefangen hat, die sind hier, um halt einfach nur ihn mal wieder competen zu sehen, weil er seit 2019 nicht competet hat. Kahn ist einfach ein Enigma, Mann. Er ist einfach ein Enigma in Deutschland. Das ist so krass. Und ich keine Ahnung, ich habe noch nie wirklich drei Worte mit dem Typen persönlich geredet. Er muss auch so ein ultra geiler Homie sein, Mann. Er ist voll der Homie, er ist sehr lustig. Und was viele nicht wissen, und das ist ein kleines Geheimnis, was ich jetzt allen verraten werde über Kahn, alle, die hier zugucken, Kahn ist der größte Rager. Er ist, echt? Ja, es ist so lustig. Und Kahn ist aber erst ein Zeiten-Rager, ne? Ich habe früher mit Kahn öfter mal so Sessions bei Arthur zu Hause gespielt. Kahn, ja. Arthur und ich, da haben wir so gegrindet, so Rotation, bla bla. Und, Ein Beileid, by the way. Ey, es waren krasse Zeiten. Wir sind alle drei richtig gut geworden dadurch. Aber so früh war es, okay. Ja, also, ne, keine Ahnung. Als Arthur noch in Berlin war und als Kahn noch mehr gespielt hat, so 2018, 2019. Ah, okay, das ist gar nicht so lange, okay, ja. Und,
ich habe irgendwann mal so gegen Arthur, wurde ich so richtig krass gecheased einfach. Weil Arthur ist auch ein kleiner Cheeser und wir spielen Friendlies und Arthur cheese mich so drei Stocks in a row oder so, mache ich so Backthrow, Downhill oder so. Mann, Bro. Und ich bin so, Mann, Bro. So, ne? Und Kahn ist so, Bro, ich fühle dich, ich bin immer sauer. Ich finde alles außer Fox ist Bullshit. So. Und wenn ich dann gegen Kahn spiele, dann sage ich so, du hast recht, Fox ist auch Bullshit. Er ist auch ein richtiger, er ist ein Rager, er hasst das Game eigentlich auch, aber er spielt es viel zu gerne. Und Squirtle doch jetzt mit der Lead in dem Game. Ja. Also wir sind ja vielleicht auch wieder auf dem Weg, in Game 5 zu kommen. Voll, und wir haben Berlin bleibt hart Chance. Ja, selbstverständlich. Das hätte ich mir auch gar nicht anders erhofft von einer Crowd, die in Berlin ist. Oh, aber er kriegt den Ausbuddler. Aber nicht ganz die große. Ja, der nice. Eine Side-B mit einem Up-Tilt erwischen ist der Ausbuddler. Und wenn du eine Side-B mit einem Up-Smash erwischt, ist die große Schaufel. Nice, das gefällt mir. Okay, wir sind Last Stock hier und Kahn hat keine Stocks mehr zu geben. Ja. Kriegt hier schön den Pressure mit der sehr, sehr langgezogenen Bär into Shine. Ja, Power Shield, ja. Oh, und er kriegt die Bär leider in die falsche Richtung und wird von der Gelbe-Tag geklippt. Das müsste Kahn eigentlich von Dom erkennen. Oh, wollte, glaube ich, shielden. Oh mein, diese Bär out of shield, hast du es gesehen, ja. Digga? Die Kralle. Oh mein Gott, und Irfan geht nicht für die Down-Air. Und das ist Game 5. Holy fuck. Als du auf Toilette warst, habe ich gesagt, also von wie ich die beiden Spieler sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass das closeste und engste Set und das hypeste Set des Tages ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Oder Game 5. Oder das Set danach gegen Kinso, weil die beiden haben auch das closeste Set des Tages beide gegen Kinso gespielt. Actually, glaube ich, dass Kinso, weil er gegen beide schon gespielt hat, so ein adapter Typ ist und jetzt einfach gewinnt. Die anderen nicht, oder was? Ich glaube, actually, Kinso wird, egal wer kommt, jetzt richtig schlagen. Okay. Hab ich so ein Bauchgefühl. Kinso will sein Runback gegen Niki. Er sagt, ich war mal die Eins. Wo ist mein Spot? Was ist passiert? Kinso sagt, hey, Niki, ich habe Eis geschlagen, nicht du. True. Niki hat noch nie gegen Mustafa gewonnen. Ja. Und das ist eine Bär, aber Kahn hat den Rejump immer noch. Oh ja, mein der Gott, Schaden, der Shorten, ja. Und kriegt den Grab. Oh, ja, yeah, geht für den Up-Air-Read, anstatt für den Plattform-Tech-Chase. Fair, I guess. Tournament Winner. Geht für die Lash-Cancel, Down-Air, ja. Down-Air, aber Irfan ist da mit der Back-Air und die Back-Air ist natürlich Curtains. So. Und das ist genau die Stage, die wir Kinso auch auf seinem ersten Counter-Pick gegen Kahn haben CPN sehen, weil ja. Auf dieser Stage fühlt sich Falco vor allem deswegen wohl, weil er sehr, sehr gut Raum schaffen kann. Und so ein Fox... Er würde dich nicht. Oh, schöner Split, Digga! Bro! Ja. Mit der Charge Down Smash, der Van Damme Street Fighter! auf der Stage. Oh, shit! Ah, kriegt den Ballack. Aber immer noch am Punish. 69% already on Irfan 93. Damn, Squirtle darf gerade am Pop-Offen hier. Ja, und kriegt wie immer eine Reverse-Bear, aber das könnte das Stock. Das ist der Stock! Einfach nur ein cleaner Stock. Die Bro. Crowd, by the way. Nicht Yes We Can, sondern einfach nur seinen Namen anschaut. Squirtendorf. Ja, sind stark gerade. Ich glaube, die sagen Squirtendorf. Noch ein Stock. So. Oh, okay, nice. Ich glaube, es ist Kahn der Mann. Kahn der Mann. Irgendwie sowas. Du bist Berliner. Ich habe keine Ahnung, was Berlin schaut. Wir sehen ja Kahn auch nie auf dem großen Bühnen. Wenn Kahn auf Jedo kommt, dann sind wir für Domme. Okay. Das Game hat sich auf jeden Fall ein bisschen abgekühlt, ja. Aber jeder Trade, den Kahn gewinnen kann, ist selbstverständlich einfach Wasser auf seine Mühlen. Das kommt die Ginger näher, genau. Und Becker. Und dann kommt der Bär. Perfekt. Sehr gutes Edgeguard von Irfan hier. 61% gefressen, gleiche Stockanzahl, aber ja, 61% haut ihn selbstverständlich aus den sehr schöner wichtigen... Ich wollte gerade sagen, aus den sehr wichtigen Crouch Cancel Shine-Prozenten raus, aber Slide-Off-Shine geht natürlich immer noch. Oh, der und das Gewehr, kein Sprung. Und er geht nicht für die Rolle. Kahn hatte nicht realisiert, dass Irfan keinen Sprung mehr hatte. Und hat unnötig jetzt nochmal ein Risiko eingegangen. Und Irfans Kombo-Potenzial ist gigantisch. Ja. Und die Bär, wieder kein Sprung. Doch, er hat einen Sprung, alles klar. Und wir haben Salzstangen. Wir haben Salzstangen, vielen Dank. Schau, das ist ein Film. Und das ist eine Abwehr. Und das ist der Stock. Irfan, Tournament Stock. Last Stock, aber 91%. Wir wissen, was Fox mit Falco machen kann zu jedem Moment hier. Keine Ginger Dare, er geht für die Dare und Kahn ist ready mit dem Straight-Up-Engel. Oh, Doppel! Doppel Side-B, Doppel Südwest. Er kommt aus Südwest-Berlin, also fair.
hält den Scheingefall. Shoutouts an Lichtenrade hier an der Stelle, aber das müsste das Dock sein. Nein, oh, er kommt nicht zur Kante. Nicht ready zur Leiste gehen. Und Kahn mit einem Tournament-Winner, der ungepunished bleibt. 30% auf Irfan already, 33. Ein paar Laser können immer helfen. Hauptsache nicht in den Crouch-Cancel-Prozenten bleiben. Und ja, Irfan out of Crouch-Cancel-Prozente. Kein Crouch-Cancel-Schein mehr für den nächsten Stock. 62. Damn. Es ist eine solide Führung hier für Kahn. Aber du weißt, was Irfan für ein Clip-Goblin ist. Machen. Irfan hat den Rejump. Er geht natürlich für den Shorten. Oh, er kriegt den Edge-Cancel nicht ganz, aber... Okay, ja, Kahn kriegt das Edge-Guard auch nicht. Noch eine Bär. Noch und Irfan inzwischen auf 115. Das hätte der Stock sein können, aber es war es noch nicht ganz. Noch nicht. Und ja, das ist es, Kahn im Losers Final mit dem Upset gegen Irfan 3-2. Und Kahn vergisst, dass er gar nicht aufstehen braucht. Er muss sitzen bleiben. Denn yes, we can weiterhin. Kahn jetzt gegen Kinzo in dem Runback. Der Kahn-Train rollt weiter. Wow. Damn. Wir haben ein Announcement jetzt. Stand ist jetzt am TO-Desk, nicht mehr im Prüber. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, jetzt wird ein Turnier angekündigt oder so. So ein geiles, auch. Riesiges Saft Anruf. Saft 2 schon jetzt? Saft 2. Das ist der Name auch. Saft 2 schon jetzt. Das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name. Wie lustig war der Tweet von Käse? Oh ja. Wie lustig war der Tweet von Käse? Ich habe an dem Abend, als ich ihn ausgedacht habe, habe ich mit ihm genetplayt und er meinte so, Dennis, ich habe eine Idee. Und er meinte so, ich muss einen auf Fiverr finden, der das so richtig geil machen kann. Das war Fiverr, ich hab gedacht, das wäre irgendwie so AI oder so. Ja, das war Fiverr. Das war sehr geil.